Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Land 3, Mario Land 1 und so weiter. Mit Xerox hält ihr mit Schmackes und ich werde jetzt zurück zur Eiswelt gehen. Ich habe nämlich nachgeguckt, wo ich da angeblich hin muss. Kein Wunder, dass ich darauf nicht gekommen bin. Das war zu tricky. Das war viel zu verblödet. Viel zu fertig hier. Ich werde jetzt versuchen, da so schnell wie möglich hinzukommen. Jetzt wird hier ruscht. Es gibt Speedrun hier. Moment. Der Speedrun höchstens. Der Pferd sei wird zum Rascher. So, da nämlich. Lol. Das wusste ich nicht. Das war ein bisschen frech. Ein bisschen sagt das war ganz schön frech. LOL. So. Wer sind da eingefroren? Force. Da sucht er sich gerade immer noch. So, endlich können wir das F holen. Ja, das will ich. Das steht für Force, dieses Unternehmen. U steht für. Onkel Wolf. N steht für. Keiner von uns hat ein N. Der Nacktpferd. Der Noob. Der Noob. Der Treasure Wolf. Ah, das bewahre ich mir auf. Ich glaube, da hätte ich der Erste, der eskalieren wird, wenn ich das irgendwann mal hochladen sollte. Was? Ein Tunia. Tja, dann gib es die Abo hier. der Rechner sagt auch schon, ne? Das nehme ich hier auf. Oh, so kann man dauerhaft fliegen, geil. Da geht der Tobi. Ah! Und das. Wie in Resident Evil Zero. Die Skill-Turbine. So, das ist der gar nicht. Den Rese geht der viel krasser ab. Ja. Das gilt der Wolf auch mehr. Verdammt. Ah, da war der Wolf in seinem Nemesis. Obwohl er erst in Teil 3 kommt. Schaut für mich, dass der Lüfter kaputt ist. Da freue ich mich auf den Sieg. Das verkackt mir einfach alles. Einmal Lüfter im Arsch und nö. Was packst du da oder rein? Muss ich wohl, sonst kann ich die Grafikkarte nicht betreiben. Oder was auch, wo der, welcher Lüfter da jetzt auch immer kaputt ist. Der Wolf betreibt die Grafikkarte. Die Grafikkarte vor allem. Die Grafik, habe ich gesagt. Du hast Grafik gesagt. Grafik! Grafik! Der Grafenfick, ey. Da wird der Kaiserschmarrn zerschnitten. Oh, ich liebe Kaiserschmarrn. Was hat das mit Kaiserschmarrn zu tun? Was ist das für ein Schmarrn? Ein so. Kaiserschmarrn. Ein Schmankes. Kaiserschmarrn ist ziemlich geil. Da wird sogar der Wolf feucht. Oh. Da wird gequiekt. Wie eine Jungfrau. Quiekt ihr wie eine Jungfrau, würde ja passen. Nein, dass ich nicht so klinge. Nimmst du ein paar Indianer oder wie klingt das gerade? Sicher. Wenn Indianer genommen wird. Was ist das denn da rechts? In Kölle. Köttböller. Wird der Frozen Outlast umzuschreien. Falls das jemals kommen wird. Als ob das noch einmal gezockt wird. Um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass er da irgendwann sagt: Nee, kein Bock drauf. Nein, da bin ich zu schlecht. Ich lade kein schlechtes Gameplay. Ich habe noch einen zweiten Albtraum-Modus gesehen. Hunting Ground. Eine Stunde um den Wasserturm. Das wiederhole ich ja da.
Aufnahme. Ja, was will ich jetzt dann hier überall sehen hier? In der Albtraummodus. Ja, genau. Neptunia auf Albtraumschmiede. Neptunia auf Albtraum an sich. Ich spiele ja die ganze Zeit auf Albtraum, weil es ja einer ist. Der Albtraum-Dekolleté. So, da hast du dein F. Eine Wunderlampe. Der Force ist ein Genie. Der Force aus der Lampe. So, jetzt können wir endlich normal weitermachen. Normal. Ich hatte Wolf hier das Skill bewiesen. Was ist bei dem Wolf normal? Das ist Skill. Was ist bei dem Wolf Skill? Das ist der Button Smashing hier bei dem Wolf. Nur am Wulfen hier, ey. Am Wulfen? Wulfenstein. Ja, wann kommt das eigentlich mal? Ich weiß nicht mal, was... Wulfenstein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ein Spiel. Du weißt nicht, was Wulfenstein ist? Nein, weiß ich nicht. Das habe ich dir aber schon dreimal gesagt. Du armer Drop. Das ist ein geiler Shooter. Wulfenstein 3D war quasi so ein Mode 7 Shooter. So, haben wir das auch geschafft, endlich. Können wir jetzt mal zum normalen Alltag zurückkehren? Nein! Ich verbrauche sowieso schon viel zu viele Videos an diesem Projekt. Junge, Respekt vor das Spiel hier. Muss das Spiel auch genießen hier, nicht nur raschen. Ich genieße es ja auch, aber irgendwie dauert das mir zu lange. Hallo, Ungeduld hier. Ich heiße nicht Osoma. Wie viele Videos hat Schmackes gebraucht? 20.000. Wofür? Für das. 6 oder 7. 6 hat er gebraucht. Aha. Ah, ja gut, ohne Treasures. Bitte. Der Schmackes hat hier 0-100%. 0-100? 90? Ja, das sowieso. 090%. Was ist denn für eine Wolke, ey? Ja, die kackt Köttböller. Das ist The Force, da gibt's auch mal einen Donnerwetter. Ach, scheiß drauf, ich hab jetzt keine Lust, Münzen zu farmen. Jetzt reicht's. Ich mach ja keine 100%, oder? Doch. So gesehen. Was muss ich hier hören? So gesehen mag ich keine 100%, aber... Gleich ruft der Nintendo wieder an. Ja, was, du Bastardviech. Das war die Rache von Nintendo, weil ich keine 100% geplant habe. Der vulgäre Wulle. Ja, du bist mein Freund. Komm her, komm her, komm her. Ich bin dein Freund. Droppt aber ordentlich. Ja, der Scheißerei. Da oben ist sie wieder. Komm her, komm her. Danke. Der eskalierte Wunde direkt. Oh, noch besser. Lieblingshelm. Wetten, da ist zwischen safe? War klar. Nein! Warum sind diese Teile überhaupt unzerstörbar? Ich weiß, in dieser Level gab es auch irgendwo so einen Schlüssel. Was? Wo? Meint er mein PC? Ja, die Turbine will immer anspringen, aber geht nicht. Ja, das ist der Lüfter. Ganz so ein dicker Staublappen drin, ey. Nein, da liegt gar nichts drin. Nein, ich hab das Ding erst offen. Da ist kein Staub drin. Ich glaube, der Lüfter ist einfach nur mehr Schrott. Und das nervt volle Kanne. Hier will ich gar nicht hin. Erste Treasure hier. Natürlich erste Treasure. Der gute Treasure. Borderlands gibt auch ein Treasure.
the treasure für the pleasure. Das müssen gerade die Leute sagen, die immer noch den ersten Teil von Sailor Moon machen müssen, ne? Bitte. Wer muss den ersten Teil von Sailor Moon machen? Der Schmackes und der Hedy. Der spricht davon Ehre und dann nix da Ehre. Ein Baseballhandschuh, geil. Da gibt es Watschen gleich mit der Handschuh. Die goldene Watschen ist er. Und da sieht man's mal wieder. Das L, verdammt. Was ist denn der L hier? Steht für Lügen. Für Lappen steht das. Für Lücke. Für Loser. Für Loser. Für Life Force. Da hat er jetzt gleich getroffen. Da droppt er ihn. Er steht doch für Life Force, also. Immer eine Force Treasures. Hör auf, so falsch zu husten. Das war ein Zillkrümel. Macht ihr mal Sailor Moon 1, dann reden wir weiter. Ich hab ja schon Sailor Moon 1 gemacht. Hol du erstmal der L-Trasher, dann können wir auch weiterreden. Ich schieb dir auch gleich so eine L-Trasher in den Arsch. So einem reden ist gar nicht. Ich weiß, wem dieser Gedanke am ehesten gefällt. Ich glaub, der Ventus. Der L-Trasher. Der hätte ihn bestimmt geholt. Ja, ist halt nur großmäulig. Ich fordere der Dr. Eltern. Großmaul. Seid nur großschwänzig. Das bin ich. Großschwänzig? Wo habt ihr große Schwänze, hä? Hey! Hast du schon mal mein Ding begutachtet? Ja. Ich weiß, dass es nicht so groß ist, wie du immer sagst. Ja. Also beleidigt er meine 20 cm. Ach, wenn es nicht 20 sind, ich hab 50. Oh. Das ist Standardmaß eines jeden männlichen Gliedes. Vielleicht hast du das verwechselt mit deinen zwei Beinen. Vielleicht mit Mikrometer hat er das. Ich hab zwei Penisse, die nennen sich auch Beine. Was? Das sind aber zwei hässliche. Der Wolf läuft auf zwei Penis. Das sind schon wieder solche unkompetenten Themen. Wer hat denn da angefangen? Wir haben ja was zum Spiel beigetragen, weil wir die Treasures wollten. Der Wolf fängt an, von seinem Penis zu reden. Genau. Von seinem dicken Lurch, wollte er erzählen. Lurch. Von seinem schlauer Aal. Von seinem Grottenolm wollte er uns. Von der Schlupfnut. Von der Schlupfnut. Von seinem kleinen Moll. Von der Würmli. Das ist, als wenn ich so eine Kaulquappe zwischen den Beinen habe. Wolf ist der Hentai-Kraken, ey. Seit wann gibt es eine Mischung zwischen Wolf und Krake? Wie würde das aussehen? Eine behaarte Krake oder wie? Ja, der Wolf. Seinen 30 Penis. Der Wolf ist die Hydra unter den Penis. Immer abschlagen, kommt immer ein neuer Penis. Alle Tricks. Und natürlich immer doppelt so viel. Wenn wir einmal das Stück abgehackt, habe ich gleich zwei. Der Onkel Schlong hier. Schlongboy ist als One Person Man. Wolf aus der Personal Brain. Der One Schlong Man. Da wollte ich gar nicht rein, aber egal. The One Punch Schlong. The One Schlong Man. The One Cup. One Punch Bull. Nicht verfehlen. Das war so klar, es war so klar. Das hat einen falschen Schlong gezogen. Wolf und der Schlongboy. Jo. Noch wieder einen falschen Schlong gezupft. Der L.
Und wo ist der Elf? Weiß er natürlich wieder nicht. Also, du musst jeder 100% fährt sein. Ich werde nachher sowieso wieder nachgucken, was er ist. Hallo, das ist nicht seriöse Gameplay. Ach, jetzt wird nachgeguckt. Du bist im Video zu hören, also ist es logisch, dass es nicht seriös ist. Safe States werden hier gemacht. Bitte! Was denn, Knall? Wie ein Ninja Gaiden. Ja, genau. Der Einzige, der in Ninja Gaiden mit Safe States zockt, bist du. Na. Natürlich! Aber nur weil ich es beim Wolf gesehen habe. Ja. Hedy hatte Dark Souls. Ja. Das war ja auch Safe States. Weißt du, dann kommt das an so, ah ja, Ninja Gaiden Safe State. Und selbst an jeder Ecke Safe Staten, alles was geht. Mhm. Hier. Yeah. Zum Beispiel dieses Super Soccer oder wie das heißt. Ja, Super Soccer. Ja, die ganze Zeit Safe States, damit er ja den Mega Hard Mode da bekommt. Damit ich nicht immer eine Passwort eingeben muss, weil ich zu voll bin dafür. Mhm. Und falls du mal verlieren solltest, du auch ruhig, lad mal den Safe eben. Nein. So. Super Soccer ist voll easy, ey. Da kannst du gar nicht. Super Soccer. Ich weiß, das Spiel habe ich früher selber mal gehabt. Schieß doch. Ich hab's auch original. Ja, hat der Verstopfung oder was? Ja. Ja, genau! Jetzt! Ach man! Das ist wieder so eine Stelle für ein Best-of. Da hält der Ganze zurück, dann gehe ich drunter und dann lässt er fallen. Der Wolf lag also unten. Der Wolf wirkt abführend. Ja. Hab ich gerade gemerkt. Der Wulle. Abführende Let's Plays garantiert. Wie so ein guter Pflaumensaft, der wurde. Ach ne, hör mal bloß auf. Er kann so einen Pott. Ich kann nicht springen! Ja, wie oft willst du denn noch kacken? Und das sieht man zwar. Seid ruhig! Spielt ihr den Kack oder ich? Ich hab den auch mal gespielt. Na, Kack ist es nicht. Das ist ein ziemlich gutes Spiel. Oh. Besser als Neptuni. Besser als Neptuni auf jeden Fall. Nein! Wenn das davor ist. Genau. Dann wird das die Story verteilen. Neptuni kann mich erst überzeugen, wenn ich selbst irgendwann mal zocke. Und da muss das Spiel schon ziemlich viel bieten, damit es mich überzeugt. Was? Also sehr viele Brüste. Ja. Das allemal. Darauf steht er wohl. So, so. Auf die prallen Hupen. Und Geld. Ja, Hupen und Geld. Hupen und Geld, das ist der Wulle. Boom, baby. Das ist die Sirupburg, genau. Du. Genau. Mir kommt so langsam so vor, als ob dieses Du aus Neptunia wäre. Nein, aus Terra. Nigma, ich weiß auch. Weil mit diesem Lied kann ich Neptun ja mehr mit diesem Lied verbinden als wie Terra Nigma. Hm. Wahrscheinlich die ganze Zeit wegen diesen Aktionen. Nein! Doch. Ja, geil! Aua. Ich glaube, ich habe im ersten Part gesagt, nee, die brauche ich nicht. Und seitdem besuche ich sie immer wieder. Die Liebesspelunke.
Ey, ich hab Erdbeben gemacht. Nein. Und hat Erdbeben gemacht. Scheiße. Und? Ja, die gute Scheiße. Lol, 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 doppel lol. Der Wulle machte schon wieder Action, ey. Und der Action ist was? Action-Wulle. Ja, ich bin selbst in einer Welt. Ja, ich bin deine Action-Man. Wolf in Action. Nicht Karin in Action, sondern Wolf in Action. Wenn ich jemals echt ein Held werden könnte. Ja, genau. Der Ford, der Pferzer. Ich hatte gehofft, hier ist ein Chat-Helm drunter. Was, willst du chatten? Ja. So ein ICQ-Helm, so ein Chat-Helm. Mit am besten noch zwei so Getränken links und rechts. Hä? Und? Da sieht man... Mal wieder. Da sieht man's mal wieder. Der Pferzer! Haltet die Schnauze, ihr Arschloch. Und klar. Nein! Wo ist der Schatz? Wo ist der wohl? Ich hab keine Ahnung. Wo der wohl ist. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Die wirkliche Weltgeschichte. Wo ist er hin? Oh Mann! Das ist schon zu lange her. Die Schande vom El-Treasure wiederholt sich. Nein! Nein! Wo ist der Treasure? Wo ist er hin? Oh! Da sieht man. Also wo ist die... Oh, wieder. Also wo ist das Teil jetzt? Nee, du Göttböller. Du willst doch, dass ich 100% mache, also mach. Ich spuck's aus. Ich weiß es nicht. Aber, der Hedy muss spucken, damit der Wolf schlucken kann. Ja. Das ist zu viel Skill. Was macht der Wolf? Für ein Rad auf. Ja. Oh! Leck mir. Leck mir. Leck ja. Mir die Pfoten. Wo ist der Treasure? Was macht der Wolf? Da unten! Ah. Immer so eine unfaire Scheiße. Willkommen zu einer weiteren wunderschönen Scheiße. Jetzt fehlt nur noch der El-Treasure. Ich krieg's nicht auf. Was? Oh, ach ja, klein kann man das nicht. Und da sieht man. Leck's mich, ihr Sackratten. Was ist mit der Wolle geschehen? Krieg der Hosenstall nicht auf. Da hat er nicht kalkuliert. Rein raus, rein raus. Da zeigt er den Mittelfinger zu dem Wolf. Ja, das zeige ich dem Spiel auch gleich. Ja, da kommt der Rage-Bit. Jetzt fehlt nur noch der L. Ja. Ich muss den Part jetzt sowieso beenden. Das war Mario Land! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch. Tschüss.